Als Krokodil sind sie weltweit bekannt geworden. Die Schweizer Elektroloks mit ihrer besonderen Bauform. Von 1919 bis 1927 sind über 50 dieser markanten E-Loks auf die Gleise gekommen. Im Dienst vor Güterzügen sind sie bis in die 70er Jahre überwiegend meist auf der Gotthardbahn unterwegs. Ab den 40er Jahren werden die Maschinen umfangreich modernisiert und erst 1986 wird das letzte Exemplar ausgemustert. In vielen historischen Szenen zeigen wir Ihnen die Geschichte. Etliche Sonderfahrten mit den betriebsfähigen Exemplaren bis hin zum 100-jährigen Krokodilgeburtstag mit drei Krokis vor einem Zug runden den Film zu einem schlüssigen Porträt ab. ...58 Minuten über das Schweizer Krokodil. Auch ein Blick auf ihre Schwestern fehlt nicht.